Willkommen zum ersten Teil des Tutorials über den Hamster-Simulator. Der Hamster-Simulator ist ein spielerischer und einfacher Weg, mit dem Programmieren zu beginnen und es zu lernen. Um den Hamster-Simulator runterzuladen, müsst ihr auf diese Website hier gehen und ladet euch das runter und installiert euch das Ganze. Dazu braucht ihr noch das Java Development Kit. Das findet ihr hier. Die Links schreibe ich nochmal in die Beschreibung. Wenn ihr das Ganze installiert habt, startet ihr den Hamster-Simulator mit der Hamster-Simulator.jar. Dann tauchen zwei kleine Fenster auf. Das eine Fenster ist das Simulationsfenster und das andere Fenster das Editorfenster. Im Simulationsfenster kann man reinzoomen, rauszoomen, den Hamster versetzen, den Hamster drehen, allerdings nur noch links, dem Hamster Körner in den Mund geben, Körner aufs Spielfeld setzen, beziehungsweise ins Territorium, Mauern setzen, Mauern löschen und auch die Körner löschen. Ebenfalls kann man natürlich neue Territorien anlegen, Territorien öffnen und Territorien speichern. Das Editorfenster ist sehr umfangreicher. Dort kann man neue Dateien anlegen, Dateien öffnen und Dateien speichern und kompilieren, pausieren, stoppen und ausführen. Das sind die wichtigsten Funktionen. Kommen wir zum ersten Programm. Dafür klicken wir auf Neu. Dann wählen wir imperatives Programm aus. So, nun steht hier Void Main, Klammer auf, Klammer zu, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Wir wollen als erstes, dass der Hamster vorgeht. Einen einfachen Schritt vor, also auf dieses Feld hier. Der Befehl dafür lautet vor. Klammer zu, Semikolon. So, wir speichern das Ganze erstmal. Danach kompilieren wir das Ganze. Compiler beschwert sich nicht und führen das Ganze aus. Der Hamster ist einen Schritt vorgegangen. Nun analysieren wir mal den Quelltext. Als erstes steht hier Void Main. Main ist die Hauptmethode des Hamster-Simulators, die, was dort drinnen steht, das führt der Hamster aus. In diesem Fall steht hier vor drinnen. Dieses Void Main ist alles das, was zwischen diesen beiden Klammern steht. Diese beschränken diese Methode, die Hauptmethode Main. Das Void sagt halt, dass es eine Methode ist. In diesem Fall, dass der Hamster etwas macht. Also er geht einen Schritt vor. Wir können das Ganze auch mehrmals hintereinander ausführen, dann geht er immer weiter vor. So, jetzt wollen wir aber, dass der Hamster beim Ausführen des Programms nicht nur einen Schritt vorgeht, sondern zwei, weil der soll vielleicht mal ein bisschen mehr laufen. Dann schreiben wir einfach mal ein zweites Mal den Befehl hin. So, kompilieren das Ganze und führen es aus. Und er geht zwei Schritte vor. Und nochmal. So, hier haben wir eine zweite Anweisung hinzugefügt. Anweisungen enden immer mit einem Semikolon. Nach dieser Anweisung, die mit einem Semikolon endet, kommt nochmal eine Anweisung. Die gleiche. Also er geht nochmal einen Schritt vor. Wichtig ist, dass das Programm bei weiteren Befehlen übersichtlich bleibt. Deswegen habe ich das hier eingerückt und in jede Zeile auch nur einen Befehl geschrieben, damit alles übersichtlich bleibt. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war der erste Teil des Tutorials.